Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir haben von Sarahs Eltern ja diese wunderbaren Teile hier mitgebracht. Ich habe die jetzt schon runtergenommen von dem Brett. Heute sind auch die Farben gekommen. Gold für die Dinger hier. Das hier fürs Brett. Ich werde es halt noch nicht komplett zusammensetzen können, weil Tatsache muss das ja auch ein bisschen trocknen. Ich habe hier die beste Hilfe der Welt. Wir kleben das jetzt hier erstmal ab. Schwieriger oder zumindest frickeliger, als ich mir das dachte. Weißt du, was das hier ist, Magnus? Hm? Was war denn das mal? Das war mal ein Reh. Ach so. Sieht man doch an den Hörnern, stimmt's? Ja, das sieht jetzt so aus, als wäre ich dran gewesen, war ich aber gar nicht. Heute Nacht war Frost und damit mich nicht die ganzen Pflanzen hier draußen, unser kleines Gemüsebeet, ja, Zucchini und Salat und Blaubeeren und der Apfelbaum, damit das nicht alles den Geist aufhebt, habe ich das abgedeckt. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt machen wir das Brett und dann machen wir die nochmal und dann sind wir schon fertig. Dann müssen wir es nur morgen zusammensetzen, wenn es trocken ist. So, ich erfülle jetzt Magnus' Wunsch. Magnus möchte sich gerne ein Auto golden sprühen. Und das wird er jetzt ganz allein Gold machen. Brett fertig, Geweih fertig. Wollt ihr mal sehen, wie schön unsere Erdbeeren schon blühen? Hallo, heute sind die neuen Bücherboxen gekommen. Habt ihr schon ausgepackt? Ja, wir sind am Leben. Im Dino in der Badewanne. Hey, da waren wir nicht. Waren die Bücherboxen gut, Magnus? Ja. Das ist super, wir haben bisher viel gelesen, war toll. Und das klingt auch super. Und dann noch zwei Dinosaurier-Pixies. Eins hat Martha da unten, glaube ich. Sollen wir es weiterlesen? Ja. Er ist einfach toll. Mit ihm wird es nie langweilig. Ach, hier, das hatten wir schon, wie er zum Mond fliegt. Hier waren wir. Ach genau, das hat uns abgelenkt. Da haben wir nämlich an Eis gedacht. Das sah so lecker aus. Boah, ist ein Riesenbild von einem Eis. Lief das Wasser im Mund zusammenstößt. Während die drei sich mit dem Bücherbox beschäftigen, will ich das Projekt mit dem Schlüsselhalter fertig machen. Ihr erinnert euch, wir bauen einen neuen Schlüsselhalter mit vergoldetem Gewein. Fahren wir ihn hin? Am so Basketball. Das ist Basketball. Wir fahren zum Basketball. Oh, guck mal, da ist jemand müde. So, ich freue mich schon auf Basketball. Die Kinder haben sich ordentlich mit Musikinstrumenten bewaffnet. Sag mal deins. Genau. Und deins? Auf jeden Fall fahren wir einmal durch die ganze Stadt und das Problem ist, heute ist der 1. Mai und in Berlin ist traditionell am 1. Mai die revolutionäre 1. Mai-Demo, die immer unangemeldet ist und keiner weiß so richtig, wo die lang gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht durch Charlottenburg laufen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie nicht durch Tempelhof oder Schöneberg laufen, aber durch Kreuzberg und Friedrichshain, da laufen sie schon ganz gerne mal durch. Und wir müssen genau in die Mercedes-Benz-Arena, das ist in Friedrichshain. Es wird eine Punktlandung. Wenn wir pünktlich kommen, sind wir 15.07 Uhr da. Bis wir die Plätze gefunden haben, ist 15.30 Uhr, ja? Egal. Ich war gestern auf einem Klassentreffen, deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen komisch. Und da hat ein alter Schulkamerad, der den Schnitzel, Robert Jäger, gesagt, dass man früher den Kuhdamm den Kudi genannt hat. Und er hat darauf bestanden und wir haben ihn alle ausgelacht. So sehr lustig. Und jetzt haben wir gerade den Kuhdamm lang und ich erinnere mich daran. Ich habe einen tierischen Lachfleisch bekommen, ich habe mich ganz hier einbekommen.
Kudi. Das ist totaler Blödsinn. Der Kudi, hat er gesagt. Das habe ich noch nie gehört. Kudi. Also totaler Blödsinn, ja. Der Kuhdamm heißt auch nicht Kurdamm, sondern Kurfürstendamm. Und wirklich kein Berliner, und dazu wohne ich echt so lange in der Stadt, nennt diese Straße Kudi. Robert Jäger Schnitzel, niemals hieß diese Straße Kudi. Niemals. Er hat darauf bestanden, er meinte früher, wir sind nur zu jung, hieß das so. Wir sind zu jung? Ist er älter als ich? Nee, ist ein Jahr älter als ich wahrscheinlich. Nee. Und hat er in Berlin gewohnt? Weiß ich nicht, seine Eltern vielleicht oder Oma oder Opa. Jetzt ist natürlich original das passiert, was wir vermutet haben. Da vorne ist eine Straßensperre und wir kommen nicht durch. Man hört wirklich ungelogen die ganze Zeit die Hubschrauber kreisen, ja? Dämliche 1. Mai-Demo, so ein Quatsch. Die Kinder passen dran. Wie hat es dir gefallen? Gut. Und dir, Tilda? Blöd. Warum? Das ist nur für mich, für Jungs. Ah, okay, weil du meinst, weil da nur Jungs spielen? Ja. Aber die Cheerleader waren ja alle Mädchen. Hä? Die Cheerleader waren alle Mädchen. Ja. Hast du gewusst, dass Mama auch mal ein Cheerleader war?